Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es wieder um einen Cold Case. Und zwar aus dem Jahr 1983. Und es handelt sich mal wieder um einen unaufgeklärten Anhalter- oder Trampermord. Der genaue Tattag war der 3. November 1983. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 11. Mai 1984. Das Opfer ist die damals 21-jährige Ulrike Rutsch aus Memmingen in Bayern. Dies ist eine kleine Gemeinde mit knapp 5000 Einwohnern. Diese Einwohnerzahl stammt aus dem Jahr 2008. Ulrike Rutsch wird im Allgemeinen Uli genannt. Am Donnerstag, den 3. November 1993, verlässt sie morgens gegen 9.15 Uhr mit einem Weidenkorb, in dem sich ihre Schulsachen befinden, ihr Elternhaus in Memmingen. Egon Grönebaum als Sprecher geht noch kurz auf die genauere Lage des Ortes ein. Er bezeichnet es als kleines Dorf an der bayerisch-hessischen Grenze, etwa 15 Kilometer südlich von Aschaffenburg. Da Uli selbst kein Auto hat, wird sie oft von ihrer Freundin Monika in die Schule mitgenommen. Die beiden kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Und in der Darstellung fährt Monika einen roten VW-Käfer. Ulrike hält sich allerdings nur sporadisch zu Hause in Memmingen auf, da sie einen zweiten Wohnsitz in Habitzheim auf der hessischen Seite der Grenze hat. Dort lebt sie mit einem Freund in einer Wohngemeinschaft. An diesem Morgen hebt sie bei der Sparkasse in Memmingen 300 Mark ab, weil sie eine Bluse und einen Rock kaufen will. Ulrike wird von ihren Eltern finanziell unterstützt. Nach der mittleren Reife hatte sie zunächst eine Ausbildung als Industriekauffrau begonnen, danach aber wieder abgebrochen. Und jetzt besucht sie das Bachrock-Gymnasium, eine Fachoberschule in Babenhausen. Laut Google heißt diese jetzt Bachgau-Schule und ist heute noch existent. Sie besucht die Schule, denn sie möchte Kinderschwester werden. Vermutlich ist damit gemeint Kinderkrankenschwester. Einen Teil der Kurse hat Uli zusammen mit ihrer Freundin Monika belegt. Für Ulrike endet der Unterricht an diesem Tag um 11.25 Uhr. Im Gegensatz zu Monika hat sie am Nachmittag frei und will deshalb offensichtlich nicht in Babenhausen bleiben. Uli und zwei Freundinnen, unter anderem Monika, beschließen dann um 11.25 Uhr in ein Café oder ähnliches zu gehen. Uli hatte noch den Vorschlag gemacht, nach Aschaffenburg zu fahren, dies wird aber von den Freundinnen abgelehnt. Denn Monika ist ja noch eingespannt, da sie am Nachmittag noch Schule hat. Sie bittet dann Monika, wenn diese wieder zum Unterricht muss, sie vorher noch zum Trempereck zu bringen. Diesbezüglich ist Monika ein bisschen aufgebracht, nicht weil sie dorthin fahren soll, sondern sie sagt, du immer mit deinem Trempen, denn anscheinend ist sie damit nicht ganz einverstanden, dass ihre Freundin trampt und ist sich der Gefahren wohl bewusst. Aber sie sagt dann, okay, ich fahre dich dann rüber. Egon Grönebaum, der Sprecher, erklärt dann auch Folgendes. Babenhausen ist für die zahlreichen hessischen und bayerischen Gemeinden in der Umgebung eine Art Schulzentrum. Auch die Schüler und Schülerinnen des Bachgau-Gymnasiums kommen aus dem gesamten Umland. Und für viele gibt es Verkehrsprobleme, die sie mit großer Routine auf ihre spezielle Art lösen. Nämlich mit Hilfe fremder Autofahrer, die sie anhalten. Im Süden von Babenhausen gibt es sogar einen besonders gut geeigneten Standplatz für Anhalter, das sogenannte Trampereck. Eine Straßengabelung, von der man aus sowohl nach Darmstadt und Aschaffenburg als auch in die südlich gelegenen Ortschaften fahren kann. Da muss ich mal kurz was einwerfen. Das ist natürlich für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Man hat dort in einer Stadt ein sogenanntes Schulzentrum, wo halt aus vielen kleinen Gemeinden die Schüler hingehen. Aber man ist natürlich nicht in der Lage gewesen, dort entsprechende Busverbindungen zu schaffen, zumindest zu den Zeiten, wenn die Schule dort stattfindet, damit diese auch problemlos in die entsprechenden Ortschaften fahren können mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Es ist meiner Meinung nach durchaus nachvollziehbar, wenn man gegen 11 Uhr oder 11.30 Uhr seine Schule oder seinen Unterricht beendet hat, dass man dann nicht unbedingt immer bis 15, 16 oder 17 Uhr warten möchte, bis man dann irgendwie nach Hause kommt. Aber das war bei uns damals auch nicht anders. Also wenn ich damals in die Innenstadt wollte oder ähnliches, ich habe jetzt auch ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt gewohnt, als ich jünger war, dann gab es eben nur die Möglichkeit des Fahrrades oder ähnliches. Und wenn man noch ein bisschen weiter außerhalb lebte, dann wurde es teilweise schon kritisch. Also Busmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmöglichkeiten, um dann in die Stadt zu gelangen, das war äußerst schwierig. Also entweder nur Fahrrad oder eben, dass man dann von irgendjemandem mitgenommen wurde. Aber das hat bei uns relativ gut geklappt. Ich hatte ja schon mehrfach darüber berichtet, wenn wir solche Fälle hatten, dass bei uns Trampen eigentlich sehr ungewöhnlich war. Aber machen wir weiter in dem Fall. Und auch Ulrike Rutsch ist hier an diesem Tramper-Eck öfter anzutreffen. Denn sie bekommt hier meist sehr schnell eine Mitfahrgelegenheit. Egal, wo sie gerade hin will. Nach Hause zu ihren Eltern in Mömmlingen, ihre Wohngemeinschaft in Habitzheim oder auch nach Aschaffenburg. Monika fragt Uli dann, ob sie sie morgen abholen soll. Diese sagt, dass sie sich nochmal bei ihr meldet, da sie nicht weiß, ob sie in Habitzheim bleibt oder später noch nach Mömmlingen fährt. Ob Ulrike Rutsch an diesem Nachmittag nicht gleich eine Fahrgelegenheit gefunden hat oder ob sie es sich anders überlegt hat, konnte bisher nicht festgestellt werden. Sicher ist nur, dass sie, wie und mit wem, ist bis heute ebenfalls offen, ins 15 Kilometer entfernte Aschaffenburg gefahren sein muss. Denn dort sitzt sie gegen 15 Uhr in der Fußgängerzone im Zentrum auf einer Bank. Dies wird später von einem Zeugen belegt, der das Mädchen persönlich kennt und sich kurz mit ihr unterhalten hat. Die beiden kennen sich nur oberflächlich und wechseln deshalb nur ein paar belanglose Worte miteinander. So kann der Zeuge nichts weiter über Ulrikes andere Pläne an diesem Nachmittag aussagen. Etwa eine halbe Stunde später steht Uli wieder am Tramper-Eck in Babenhausen. Wie sie die 15 Kilometer von Aschaffenburg zurückgelegt hat, konnte bisher ebenfalls nicht festgestellt werden. Zur selben Zeit kommt dann eine Sekretärin mit dem Namen Maria auf der Heimfahrt von ihrer Arbeit in Frankfurt durch Babenhausen. Ihr Weg führt sie auch am Tramper-Eck vorbei. Vorher kommt es im Ortskern von Babenhausen mit dem Fahrer eines schwarzen Golfs beinahe zu einem Unfall. In der Darstellung schert dieser ohne zu gucken auf die Fahrbahn von Maria ein. Und diese muss scharf bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Da sie sich über den Mann im schwarzen Golf geärgert hat, schaut sie sich den Wagen instinktiv etwas genauer an. Sie nimmt von dem Kennzeichen die Buchstaben AB für Aschaffenburg wahr. Die folgenden Buchstaben und Zahlen merkt sie sich jedoch nicht. Das Fahrzeug besitzt zwei Antennen und an den Seiten zwei auffällige Lenkstreifen. Auf dem weiteren Weg durch die Stadt fährt der schwarze Golf ständig vor ihr her. Beide Fahrzeuge kommen schließlich auch am Tramper-Eck vorbei, an dem Uli auf eine Mitfahrgelegenheit wartet. Und hier hat Maria dann erneut Anlass, sich über den Fahrer des schwarzen Golf zu ärgern. Denn er bringt sie wieder in eine riskante Situation. Da am Tramper-Eck plötzlich scharf bremst und damit fast einen Auffahrunfall verursacht. Maria steht durch dieses scharfe Bremsen ziemlich nah hinter ihm. Sie setzt etwas zurück und fährt dann an ihm vorbei. Dabei beobachtet sie, dass eine junge Frau mit einem Korb in der Hand, roten Hosen und einem dicken Wollpullover auf den schwarzen Wagen zugeht. Das ist übrigens dann auch die Kleidung gewesen, die Ulrike getragen hat. Ob die junge Frau dann in den schwarzen Golf einsteigt oder nicht, kann Maria später nicht mit Sicherheit sagen. Irgendwann in den folgenden Stunden, der genaue Zeitpunkt steht bis heute nicht fest, ist Ulrike Rutsch dann getötet worden. Der Täter hat sie mit ihrem Halstuch erdrosselt und dann mit einem kurzen Messer 18 Mal auf sie eingestochen. Danach hat er die Leiche in einem Waldstück zwischen Babenhausen und Langstadt, den sogenannten Deschenacker, abgelegt
und notdürftig mit Zweigen bedeckt. Den Inhalt des Korbes findet die Polizei später in unmittelbarer Nähe. Ein rotes Bleistiftmäppchen und einige andere Gegenstände fehlen jedoch. Am folgenden Nachmittag kommt dann eine junge Frau aus Langenstadt, in der Darstellung Helga Krause genannt, auf ihrem täglichen Spaziergang mit ihren Kindern und dem Hund durch den Deschenacker. Der 12-jährige Sohn läuft in der Darstellung etwas vor der Mutter zusammen mit seinem Hund und die beiden sind so sehr mit sich beschäftigt, dass sie nichts Ungewöhnliches merken. Also Helga läuft hinter den beiden her und ihr fallen dann einige verstreute Gegenstände auf. Und darüber wundert sie sich. Schließlich sieht sie dann auch den halb verdeckten Körper. Sie erkennt zwar nicht genau, was dort unter den Kieferzweigen liegt, aber sie ahnt, dass hier etwas Schlimmes geschehen sein muss. Und damit endet dann die filmische Darstellung. In der Nachbesprechung erzählt Ede dann, dass Helga dann schnell nach Hause geeilt ist, um ihren Mann von dem Fund zu erzählen. Diese hat dann umgehend die örtliche Polizei verständigt. Im Studio ist dann ein Hauptkommissar aus Darmstadt. Dieser fragt insbesondere nach Zeugen für Beobachtungen am betreffenden Tag am sogenannten Trempereck. Es wird dann auch das Auto gezeigt. Das seht ihr jetzt hier auch gerade. Der schwarze Golf. Und dieser hat, wie beim Golf üblich, eine normale Antenne am Kotflügel. Und dieser Wagen hatte zusätzlich noch eine kurze Funkeantenne auf dem Dach. Die Polizei hatte Informationen, dass dieser Wagen in der fraglichen Zeit einem jungen Mann gehört haben soll, der ältere Autos aufkauft, sie dann wieder aufmöbelt und dann weiterverkauft. Die weiß-gelben Streifen an den Seiten sollen am Tag nach der Tat wieder entfernt worden sein. Aus dem Besitz von Ulrike fehlen ein rotes Bleistift oder Schreibermäppchen, eine schwarze Kunstleder-Geldbörse, auf der Innenseite ein Anti-Atomkraft-Aufkleber, der Schülerausweis, ausgestellt vom Bachrohr-Gymnasium und ein Benutzerausweis für die Stadtbibliothek in Aschaffenburg. Die Polizei hat zu dem Fall auch einen maschinengeschriebenen anonymen Brief erhalten. Die Briefschreiberin teilt darin Beobachtungen mit, denen die Polizei große Bedeutung zumisst. Nicht nur wegen der Informationen, sondern auch weil sie eventuell durch ihr Wissen relativ gefährdet sein könnte, bittet der Hauptkommissar, sie sich dringend bei der Polizei zu melden. Und das war dann auch die Nachbesprechung in dem Fall. Die Spuren bezüglich des schwarzen Golfs und auch die der Briefeschreiberin dürften dann nicht weitergeholfen haben. Vermutlich ist euch der Ortsname Babenhausen auch aufgefallen, denn dieser hat schon ein paar Mal in meinen Videos eine Rolle gespielt. So, und dann ist es noch so, dass dieser Fall in einigen Foren als geklärt aufgeführt wird. Und dort wird er dem Serientäter Michael Wolper zugerechnet. Dieser hatte im Zeitraum von 1980 bis 1983 nach seinem Geständnis 5 Frauen vergewaltigt und getötet, darunter auch ein 14-jähriges Mädchen. Es gibt aber kaum seriöse Quellen im Internet zu Michael Wolpert und auch zu dem Fall Ulrike Rutsch ist im Internet eigentlich nichts Großartiges mehr zu finden. Ich habe einen einzigen Artikel dazu gefunden und in diesem wird er eben nicht mit der Tat von Ulrike Rutsch in Verbindung gebracht. Wie schon gesagt, er hat 5 Taten gestanden und diese Tat wird auch nirgendwo in dem Zusammenhang mit ihm erwähnt. Ich werde mir in den nächsten Tagen nochmal die anderen Opfer von Michael Wolpert anschauen. Mal schauen, vielleicht kann ich davon nochmal das eine oder andere Video machen. So, das war es dann mit diesem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!